Wie viel Satou hast du denn zu Hause? Schon ein bisschen. I must have dozed off. Jeez, this storm is really picking up. Ich muss wohl eingenickt sein. Wow. Okay, Sensitivity muss definitiv noch weiter runter. Das ist definitiv zu viel runter. Besser. Gibt es Satou eigentlich auch in irgendeiner Supermarktkette? Ich glaube nicht. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Hm. Okay, das ist unser Zimmer. Wartet. Sind wir ein Teenie? Schon, oder? Mit den ganzen Bands und so? I should check the radio for an update on the storm. Das Radio abchecken? Ich muss im Moment das Telefon nicht benutzen. Okay. Wo ist unser Radio? Interagiere mit Türklinken, um sie zu öffnen. Ich sollte zuerst das Radio anmachen, um Neuigkeiten über den Sturm zu hören. Okay. Wenn dieser Sturm vorbei ist, kann ich vielleicht draußen noch mehr Fotos schießen. Das Leuchteding? Das hier? Das ist irgendeine schöne Lampe mit einem Drachen oder Einhorn. Bin ich doof, Chat? What the fuck? Ist das hier ein Radio? Das ist nur ein Wecker. Mach doch mal das Licht an. Bro. Oh, gute Idee. Okay, danke. Dies ist eine Notfalldurchsage. Dies ist kein Test. Im Bezirk von Sleepywood Mountains wurde eine heftige Gewitterwarnung ausgesprochen und Bewohner sollten ihre Häuser nur im Notfall verlassen. Das nationale Wetterinstitut sagt einen Sturm der Kategorie 2 mit heftigen Winden von 119 bis 140 km/h voraus, der den ganzen Abend bis in die Nacht anhalten wird. Blitze haben zahlreiche Transformatoren getroffen, was örtlich zu Stromausfällen führt. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Stromversorgung unterbrochen ist. KW 357 wird Sie zur weiteren Entwicklung des Sturms auf dem Laufenden halten. Okay. I'm really hungry. Some eggs and toast sound good. And some coffee to wake me up. Okay, wir sind hungrig. Wir haben Bock auf Eier und Kaffee. Das ist das Titelbild, das ich für das Buch Tornado der Seelen gemalt habe, geschrieben von J.L. Stein. Wir sind eine Künstlerin. Heftig. Hm. Das Titelbild, das ich für das Buch Drei Hasen auf der Flucht gemalt habe. Geschrieben von Edgar A. Perry.
das Titelbild, das ich für das Buch Die Totenlichter gemalt habe. Mhm. Wie ist es von der Soundkulisse her? Sollte ich die Hintergrundgeräusche lauter machen oder ist alles cool soweit? Eine weiße Leinwand, die zum Leben erweckt werden will. All good? Ansonsten kann ich den Sturm auch noch lauter machen. Kennen wir das Spiel nicht? Wir haben schon mal die Demo gespielt, aber jetzt ist die Vollversion draußen. Warte, was sind die Titel? Albtraumschlechter, Hockeymaskenmörder, Cyber Assassin. Wow. Die Rätselkiste, der Darsteller, Schatzjäger, Dämonen der Nacht und Alienangriff. Spring Break, Necronomicon, Tod vor Sonnenaufgang, Space Wars. Die hat einen guten Geschmack, was Filme angeht. Die Titel klingen auf jeden Fall cool. So, wir haben Bock auf Eier-Chat, also lass uns ein bisschen was zubereiten, okay? Ich bin Experte im Frühstück machen. Ich muss mir ein Stück Brot aus dem Brotkasten nehmen. Oder aus der Brotkiste, so rum. Aufgehobenes Brot. Okay. Das Brot ist noch nicht fertig getoastet. Aufgehobener Toast. Besser als... Weiß ich nicht. Feingelassener Toast? Tod vor Sonnenaufgang? Dead by Daylight? Ja, true. Was wollte sie noch? Eier. Kühlschrank. Aufgehoben, Eierschachtel. Kaffee wollte sie auch? Okay. Ich brauche eine Pfanne, Chat. Ich habe eine Pfanne. Nice. Ich brauche Butter für die Pfanne. Okay. Jetzt die Eier. Yeah. Die Eier sollten bald fertig sein. Kümmern wir uns nebenher um den Kaffee, hä? Huh? Das hier ist eine Kaffeemaschine. Wir brauchen die Kaffeekanne. Upsi. Jetzt brauche ich ein paar gemahlene Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Wie wär's mit einer Tasse? Ich brauche einen Spachtel. Oh mein Gott, das ist viel komplizierter als ich dachte. Das ist wie im Real Life. Oh, hier, okay. Ich muss eine Platte auf das Schneidebrett legen. Eine Platte? Ein Teller? Yeah! Oh! Hey, die sehen gut aus. Die haben so einen Zwirbel drin. Nimm, 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 nimm. Okay, uns fehlen aber noch die Kaffeebohnen, Chat. Wo nehmen wir die her? Cereals? Nein, sie will keine Cerealien. Sie will Kaffee. Würde sagen, in einem Regal. Aber mein Regal ist...
Ich hab hier nichts drin. Hier ist Besteck drin. Hier sind so Bohnen drin und irgendwelches Pressfleisch und Thunfisch. Hier haben wir Enchiladas. Wir haben Reis. Wir haben Mehl. Wir haben Nutella. Schokoriegel. Erdnussbutter. Nudeln. Zucker. Aber keine Bohnen. Also keine Kaffeebohnen. Was war beim Kühlschrank? Neben dem Kühlschrank. Neben dem Kühlschrank haben wir Boom Tarts und Crispy Breakfast. So Cornflakes und... Hast du nicht gesehen? Hier unten Beans. Coffee Beans. Ah, oh, okay, let's go. Der Kaffee sollte bald fertig sein. Sehr gut. Kaffee machen ist komplizierter, als ich dachte, Chat. Pinky Girl, danke für den 11. Monat. Hallo. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe vergessen, die Klamotten in die Waschmaschine im Keller zu legen. Okay. Runter in den gruseligen Keller. Wir müssen uns um unsere Wäsche kümmern, Chat. Der Keller ist gar nicht gruselig. Die Frau ist steinreich. Eine eigene Ping-Pong-Tischtennisplatte. Ein eigener Kicker. So ein Heimkino mit großen Sitzsesseln. Sie hätte sich einen besseren Fernseher holen können. Ein Billardtisch. Und so ein... Darf ich das spielen? Ein Nekromant hat ein Land geplagt. Sein Kult und seine widerlichen Kreaturen haben Städte und Landschaften erobert. Es liegt an dir, ihn zu besiegen. Kämpfe dich bis zu seiner Festung durch und töte ihn, bevor er sein dunkles Ritual vollendet. Okay. Das zählt nicht. Du dunkler Overlord, ich bin gekommen, dich zu besiegen. Ja. Ja, ja, ja. Die Scum. Wie komme ich da hoch? Ja, I don't know. Smash, smash, smash! Ausweichen! Was ist das? Oh, der hat eine Armbrust. Ah. Das Spiel ist scheiße. Okay, hier haben wir den Sicherungskasten. Der wird später bestimmt noch wichtig. Das ist ein Sicherungsschalter, der den Strom zurücksetzen oder unterbrechen kann, wenn es eine Überspannung oder eine Fehlfunktion gibt. Okay. Ich brauche zuerst den Korb mit der Schmutzwäsche. Okay. Müssen wir jetzt warten? Penny, danke für Ihr verschenktes Sub. Hallo. Miele? Ach, die Firma der Waschmaschine? Miele ist richtig gutes Zeug, oder? High-End. Hält viele Jahre.
Wurde das Game schon mal gespielt? Hab gerade so einen krassen Déjà-vu-Moment. Wir haben schon mal die Demo haben wir schon mal gespielt, ja. Schau, darf man fragen, warum heute so lispelst? Ich habe eine Gaumenspange drin. Dadurch kann ich manche Sachen nicht so gut aussprechen derzeit. Wartet mal. Es hieß, meine Liste sei aktualisiert worden. Aber wo ist meine Liste? Cool. Oh, danke. Geh die Treppe wieder hoch. Ja, natürlich. What the hell? Als ob ich jetzt hier 3 Stunden im Keller stehe und der Wäsche dabei zugucke, wie sie gewaschen wird. Who would be here at this hour and in this storm? Ja, das ist komisch. Um diese Uhrzeit, in diesem Sturm, wer klingelt denn da? Außerdem könnte ich schwören, da drüben im Fernseher gerade ein komisches Gesicht gesehen zu haben. Aber das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Und was hat hier vorne gerade geleuchtet? Nichts? Bin gleich da. Sorry, ich bin reich und mein Haus ist riesig. When did this envelope get here? Draußen ist niemand. Dafür haben wir einen Umschlag auf dem Boden. An Stacy. Überraschung. Okay. A floppy disk? Where did this come from? There's no one at the door. Unfug, danke für den verschenkten Zapf, vielen Dank. Warte, warum ist es hier so laut? Ist der Fernseher an? Nee. Ist das Fenster offen? Benutze die Diskette am Computer im oberen Stockwerk. Okay. Let's go. Der Fernseher im Keller ist vielleicht angegangen. Oh, das könnte sein, ja. Drücke Enter, um zu starten. Das Spiel heißt Suffer the Night. Dein Albtraum hat gerade erst begonnen. Das verdrehte Pendel des Schicksals schwingt nun. Du erwachst auf einem kalten, nassen Steinboden. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Ein süßlicher Geruch strömt in deine Nase. Alles ist dunkel und du erkennst die Umgebung nur schwer. Befehlsliste, 1 drücken, aufstehen. Okay. Langsam stehst du auf. Dabei fühlst du einen Stich in deinem Schädel und deine Sicht verschwimmt. Dann wird sie wieder klar. Du befindest dich in einer Art Höhle. Es scheint keinen Weg nach vorn zu geben, außer einer winzigen Spalte zwischen 2 Felsen. Sie ist gerade breit genug, um durchzukriechen. Befehlsliste. 1 drücken, um durchzukriechen, 3 drücken, um zu suchen oder 4 drücken, um einen Gegenstand zu benutzen. Gegenstände haben wir bisher nicht. Bevor wir durchkriechen, sollten wir vielleicht erstmal die Umgebung durchsuchen. 3. Nichts gefunden. Okay, dann krieche ich durch. Aus dem engen Zwischengang kommst du in eine große Höhle. Es ist fast stockfinster. Nur ein einziges Licht leuchtet an einer Felswand hinab. Du siehst Stufen, die in die Felswand eingemeißelt sind. Hochklettern, zurückgehen, suchen, Gegenstand benutzen. Suchen. Nichts gefunden. Okay. Hochklettern. Du kommst oben an. Eine alte Fackel aus Metall hängt von der Decke. Seine Flamme flackert und wiegt sich, als der Wind von unten peitscht. Der unvergleichliche Fäulnisgeruch wird stärker. Suchen. Nichts gefunden. Okay. Vorwärts gehen.
Du betrittst ein großes, offenes Mausoleum, dessen Kammern leer sind. Einzig darin steht ein von Wachskerzen umrandeter, schwach beleuchteter Sarg in der Mitte des Raumes. Der stechende Geruch ist hier am stärksten wahrnehmbar. Rechts von dir befindet sich eine große Doppeltür aus Holz. Suchen! Du öffnest den Sargdeckel. Dir wird sofort übel von dem abartigen Gestank. Drinnen liegt die Leiche eines Mannes. Sein Gesicht und seine Brust wurden auf die Knochen von Maden zerfressen. Während du den Sarg und Körper untersuchst, fällt dir ein alter Schlüssel in seiner Hand auf. Angewidert löst du jeden seiner Finger seiner leichenstarren Hand und nimmst den Schlüssel. Ein Schlüssel wurde in dein Inventar gelegt. Oh, geil! Nach rechts gehen, zurückgehen, suchen, Gegenstand benutzen. Nochmal suchen. Nichts gefunden. Okay, nach rechts gehen. Zwei Fackeln erleuchten die große Holztür, die dir den Weg versperrt. Warte mal, kann ich eigentlich Escape drücken hier? Nee. Okay. Zwei Fackeln erleuchten die große Holztür, die dir den Weg versperrt. Du versuchst sie zu öffnen, aber sie ist verschlossen. Du brauchst einen Schlüssel. Ich hab einen. Gegenstand benutzen. Du öffnest die Tür mit dem Schlüssel. Der Weg führt weiter nach rechts. Okay. Du gehst um die Ecke in einen weiteren Korridor. Der schmale Gang wird von Fackeln erhellt. Als du die Umgebung untersuchen willst, hörst du plötzlich einen markerschütternden Schrei durch den Gang hallen. Warte, Chech. Im Spiel war gerade die Rede von einem markerschütternden Schrei. Und zeitgleich kam genau so ein markerschütternder Schrei aus unserem Radio. Was geht hier nur vor sich? Alter! Weiterspielen. Vorwärts gehen. Du gehst den Weg entlang und kommst an einem kleinen Grab vorbei. Darin sind zwei kleine Särge drapiert. Sie wurden fest verschlossen und zugenagelt. Spinnweben und Kerzen sind überall verstreut. Eine kleine Tonurne steht in der Ecke neben einem der Särge. Such! Du prüfst die Urne und erwartest, Asche darin zu finden. Aber das Licht trifft auf einen glänzenden Gegenstand. Du greifst hinein und findest ein altes Feuerzeug. Eine kleine Gravur wurde abgekratzt. Vielleicht ein Familienerbstück? Du drehst am Zündrad, das gegen den Zündstein drückt und einen alten Docht entzündet. Erstaunlicherweise funktioniert es noch. Das Feuerzeug wurde in dein Inventar gelegt. Okay. Sie versuchen fortzufahren, aber der Weg, der vor uns liegt, ist von Dunkelheit verdeckt. Benutz mein Dingsbums, mein Feuerzeug. Mit dem Feuerzeug verloren. What the hell was that? It sounded like an explosion. All the power just went out. Okay, da hat sich etwas angehört wie eine Explosion und der Strom ist ausgefallen. Wir wissen ja schon, wo der Sicherungskasten ist, nämlich im Keller. Wir wissen aber auch, dass uns vor kurzem irgendjemand mitten in der Nacht eine Diskette zugespielt hat. It looks like the transformer blew. Lightning must have struck it. Ein Blitz ist hat eingeschlagen. Ich muss den Notstromgenerator im Keller einschalten und den Sicherungskasten zurücksetzen. Okay. Penny, danke für den 16. Monat. Hallöchen. Okay, I like it.
irgendwelche gruseligen Männer, die hier in mein Haus eingedrungen sind? Hoffentlich nicht. Ich muss den Notstromgenerator einschalten. Okay. Damn, I forgot to refuel the generator the last time I cleaned it. There is some fuel out back in the boathouse. Ich habe den Generator nach der letzten Reinigung nicht aufgefüllt. Es gibt noch Treibstoff drüben im Bootshaus. Ich muss eine Taschenlampe aus der Garage mitnehmen, bevor ich rausgehe. Okay, wir brauchen ein bisschen Sprit für unseren Generator. Hallo Tanky, moin. Sprit für den Generator finden wir im Bootshaus. Das Bootshaus ist draußen. Vorher gehen wir noch in unsere Garage und holen uns eine Taschenlampe. Okay. Was soll schon passieren? Ich glaube, ich habe den Schlüssel für die Garage im Badezimmer gelassen, als ich das letzte Mal eine Dusche genommen habe. Badezimmer ist bestimmt oben. Peekaboo. Sieht gut aus. Shit. A fuse must have blown. That light bulb is toast. What? Ich habe ich doch Strom? Hier ist der Schlüssel. Garage. Sehr gut. Guck mal aus dem Fenster. Habe ich? Ich habe nichts gesehen. Oder meinst du, da hängt irgendwo der Typ, der geklingelt hat im Baum und wartet darauf, dass wir unter die Dusche gehen? Schade. Hast du darauf gehofft, ihn zu sehen? Interagiere mit den Schlüsseln, um die Schlüssel zu benutzen. Ah, I see. Okay. Das sieht nach einer Taschenlampe aus. I should head to the boathouse out back. There should be some fuel I can use for the generator there. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir gehen jetzt raus. Könnte ich auch hinten rausgehen? Sollen wir unsere Türen offen lassen, während wir weg sind? Macht doch jeder. Okay. Wir beeilen uns mal so ein bisschen. Es regnet. Wir haben uns jetzt auch gar keine Regenjacke angezogen. Wir sind hier in Strümpfen unterwegs. Wir wollen einfach nur wieder Strom haben, damit wir das Spiel weiterspielen können. Wartet, was ist denn los im Chat? Ich kann auch Sachen bannen. Soll ich jemanden bannen? Macht jemand Ärger? Der Publisher ist da? Oh, hallo Herr Publisher. Keine Sorge, du wirst nicht gebannt. Sie werden nicht gebannt, Mr. Publisher, Sir? Mrs. Publisher, Ma'am? Hi, na? Hallöchen. Moin, moin. Okay, wir haben hier einen süßen Schwimmreifen. Ja. Wo sind wir nochmal? Achso, wir wollten Sprit, ne? Ich brauche einen Kanister, um den Treibstoff zu transportieren. Ich glaube, ich habe ihn am Dock gelassen. Oh shit, okay. It's empty. I need to refill it.
There is a fuel pump inside the boathouse. Ich weiß, da waren wir ja gerade bei der Fuel Pump. Now I can refuel the backup generator. I should head back to the basement. Alles klar. Jetzt können wir zurück in den Keller, unseren Generator befüllen und dann haben wir wieder Strom. Fürs Erste jedenfalls. Ist hier noch irgendwas, was wir aufsammeln können? Nee, ne? Ich glaube, wir sind fein. Wenn es ums Bannen geht, bist du direkt auf den Chat fokussiert? Sorry. Hätte nur, ich habe gesehen, dass nach Mods gefragt wurde. Nicht, dass irgendwie jemand reinkommt und, keine Ahnung, rassistische Sachen schreibt oder so. Da tapp ich raus und helfe euch dann schnell. Wie lange das Game geht, weiß ich nicht. So, wir haben die Türen beide offen gelassen. Und wir wissen, dass vor kurzem jemand geklingelt hat. Theoretisch könnte die besagte Person, wer auch immer hier war, sich jetzt ohne weiteres, ohne große Schwierigkeiten, Zutritt verschafft haben. Oh ja. Ich lasse die Türen weiterhin offen. Now I need to reset the circuit breaker, and that should restore the power. So, Sicherungsschalter zurückgesetzt. The power should be working now. I should head upstairs and call in the busted transformer. Die Stromversorgung ist schwach. Ich sollte die Lichter nur im Notfall anmachen. Oh, okay. Also das bisschen Strom, das wir jetzt haben durch den Generator, will sie jetzt erstmal nutzen, um zum Telefon zu greifen und zu melden, dass bei uns hier einer dieser Strommaste den Geist aufgegeben hat. Wartet. Wenn ich irgendwo einbreche, weil die Dame, weil die Besitzerin alle Türen offen gelassen hat, dann breche ich doch nicht ein und mache die Tür hinter mir zu. Es sei denn, ich bin gut erzogen worden. Es gießt in Strömen. Ich sollte nur im Notfall rausgehen. Ein gut erzogener Einbrecher? Ja. Damit sie nicht abhauen kann. Oh. Maybe. True. Schnell, zum Telefon. Das war... Hier. Eine meiner Lieblingsjacken. Ich mag sie fast genauso sehr wie den Pullover, den ich gerade trage. Okay. What? There's no signal. The line is dead. Did the storm knock out the phone lines as well? Okay. Wir haben kein Signal. Merkwürdig. Hat der Sturm jetzt vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Telefonleitung tot ist? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Was jetzt? Benutze das... The doorbell again. What the hell is going on here? Is someone playing a trick on me? Chat, da ist jemand an der Tür. Oh, oh. Wer bist du denn? Umgucken? Hello? Who's there? Hallo, wer ist da? Hello, young lady. My vehicle broke down on the road a ways back. May I perhaps come inside and use your phone? Scheiße. Hallo, junge Dame. Mein Fahrzeug ist vorhin auf der Straße liegen geblieben. Darf ich vielleicht reinkommen und das Telefon benutzen? Oh. What are you doing all the way out here? Was machst du hier so weit draußen? Hast du die Diskette? Hast du die Diskette in meinen Postkasten geworfen?
Floppy Disk. Diskette? Sure, I don't ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. You didn't answer my first question. Du hast meine erste Frage nicht beantwortet. Was machst du hier so weit draußen? Well, you see, I have family up north. It seems yours is the only house I could find off the road. Familie im Norden. Das ist das einzige Haus, das er abseits der Straße finden konnte. Well, I'm sorry, nun, tut mir leid, aber in meiner Gegend sind alle Telefonleitungen wegen des Sturms unterbrochen. Ich kann Ihnen also schlecht behilflich sein. Oh, really? Oh, wirklich? Dead, die Telefonleitungen sind also tot? Vielleicht kann ich dann wenigstens reinkommen, um mich abzutrocknen und vom Sturm wegzukommen? Oh, scheiße. Sorry, es ist nicht meine Art, Fremde zu empfangen. Tut mir leid, aber du kannst nicht reinkommen. Very well, Stacy. I'll find my own way in. Woher weiß er, dass ich Stacy heiße? Außerdem hat er gedroht, sich selbst Zugang zu verschaffen. Ich hoffe, das ist Panzerglas oder so. Der Herr Publisher hat eine Frage. Ja, natürlich. Kann ich dich irgendwo kurz was fragen? Ich will das nicht im Chat fragen, falls du Nein sagst. Willst du mit mir ausgehen oder so? Keine Sorge. Du kannst mir Pern schreiben, wenn du willst. Aber wir müssen uns halt vorher schon ein bisschen kennenlernen. Skorpion, danke für die 58 Monate. Hoffentlich geht's gut. Hallöchen. Der sieht nett aus, der sieht nicht nett aus. Der ist creepy. Und sag Bescheid, wenn du mir auf Twitch die Pern geschrieben hast. Dann tapp ich raus. Oh, er dreht seinen Kopf so komisch. How did that creep know my name? Warte, jetzt wunderst du dich, dass er deinen Namen kannte? Von all den Dingen, die in den letzten zwei Minuten passiert sind, hat das dich am meisten verwundert? Nicht diese Spider-Man-Nummer hier gerade eben? Was ist los mit mir? Das Telefon oben. Okay, weiter. Gott sei Dank funktionieren die Telefonleitungen wieder. Wir müssen die Polizei rufen. Hello? Is anyone there? I need help. Ich brauche Hilfe. Hello, Stacy. Warte, der Typ von eben. PN? Okay. Wenn ich das jetzt laut vorlese, ist voll peinlich für dich, Mr. Publisher, ne? Wir machen so auf Geheimniskrämerei so und ich lese einfach so laut vor, wäre richtig fies von mir. Für 5 Subs halte ich die Schnauze. Kraftsport? Ja. Warte. Oh, ach, das ist ja süß. Ja klar, gerne. Können wir gerne machen, natürlich. Sag ich nicht, nein, das ist ja super süß. Machen wir. Also wirklich, du. Du gehst ja ganz schön ran, du, ey. Hallo, Stacy. You sick fuck, why are you doing this? Du kranke Sau. Warum machst du das? I want you to finish my game, Stacy. I'll make you a deal.
If you finish the game, I might just leave you alone. Ich will, dass du mein Spiel beendest, Stacy. Ich schlage dir einen Deal vor. Wenn du das Spiel beendest, werde ich dich in Ruhe lassen. Vielleicht. I'm not playing your stupid game, you bastard. I'm warning you. Leave me alone. I have a gun. Ja, wir haben eine Waffe, du Bastard. Ich warne dich, verpiss dich. I know you're lying, Stacy. Now finish the game, or I'll come in there and skin you alive. Scheiße, Chad. Er sagt, wir sollen unbedingt sein Spiel weiterspielen, ansonsten kommt er rein und häutet uns. Das wäre nicht so gut. Soll ich sie dir schicken oder selbst machen? Gott, das klingt schon wieder falsch. Ob du selber... Du musst nicht selbst Hand anlegen, dafür bin ich doch jetzt da. Wir können das so machen. Warte, sag mir wie viel. Wie oft willst du? Sag mir, wie oft du kannst. Und ich mach den. Sag mir, wie oft du kannst. Dann bereite ich den Rest vor. Und du kannst dann. Also du kannst dann. Also, guck. Weißt du. Hat er 10-mal geschrieben? Okay, hold up. Okay, Chat, ihr fragt euch wahrscheinlich, was passiert hier gerade. Wir machen ein Giveaway. Der liebe Publisher hat uns angeboten, hier ein paar Keys rauszuhauen für das Spiel. Wenn es euch gefällt, könntet ihr diese Keys gewinnen, einen dieser Keys gewinnen und das dann selbst auch anspielen. Sieht ja nach einem guten Game aus. Ausrufezeichen Ticket, ja, wenn ihr teilnehmen möchtet an dem Giveaway. Dankeschön hier an den lieben Publisher. Dann würde ich sagen, ich warte kurz, damit jeder die Chance hat, sich anzumelden. Und dann ziehen wir 10 Gewinner. Und wenn es dich nicht stört, schreibst du den Leuten einfach eine PN mit dem Steam Key. Das wäre super. Ich warte kurz, damit ihr alle Zeit habt, euch anzumelden. Spiel das Spiel am Computer weiter. Okay. Mit dem Feuerzeug beleuchtest du ein großes Treppenhaus vor dir. Du versuchst herauszufinden, was sich oben befindet, aber es ist zu dunkel. Beim Durchsuchen nichts gefunden. Dann gehen wir weiter. Mit Hilfe des Feuerzeugs erreichst du das obere Ende der Treppe. Das Licht ist schwach, aber du erkennst, dass der Weg nach rechts weitergeht. Wir suchen ein bisschen, nichts gefunden, geh nach rechts weiter. Du kommst in einen großen Raum mit einem großen, runden Holztisch in der Mitte. Auf dem Tisch steht ein kleiner Schließkasten. Er ist mit Ketten versehen, die bei einem Schädel enden. Muss man irgendwelche Kriterien erfüllen oder kann jeder mitmachen? Jeder von euch kann mitmachen. Egal ob Sub oder nicht Sub. Ich habe keine Beschränkungen drauf, ihr könnt alle mitmachen. Oh, ihr müsst nur wissen, dass... Ich nehme an, dass die Keys für Steam sind. Also ihr braucht dann halt... Ihr müsst PC-Spieler sein, um das einzulösen. Sammy korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle. Sollen wir kurz die Gewinner ziehen? Leute. Nochmal die letzte Chance. Ausrufezeichen Ticket, wenn ihr Keys gewinnen möchtet für das Spiel, das wir gerade spielen. Vielversprechendes Horror-Game. Sieht gut aus. $336, $337, $340.
Was hast du in deinem Mund? Eine Gaumenspange. Dadurch kann ich nicht so gut reden. Sorry. Wie du dein Mikro streichelst? Ja, der ganze Flirt-Talk eben hat mich so ein bisschen wuschig gemacht. Das ist aber... Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet so mache. Wie viel kostet das Game denn an sich? Das Game kostet... Wartet. Suffer the Night. Das Game ist vor kurzem released. Die Vollversion ist vor kurzem released. Es gibt auch eine Demo dazu, die ist kostenlos. Das komplette Game kostet 9,99. 10 Euro. Prinzessa, danke für die 25 Monate. Hi, moin. Warum sitzt deine Nurse nicht auf dem Mikro? Sie fällt immer wieder runter. Sie ist hier. Aber sie will immer wieder runterfallen. Zehner ist günstig. So, okay. Smudo, danke für den 4. Monat. Vielen Dank für den Resub. Hallöchen. Ich ziehe Gewinner und Sandy schickt dann den Gewinnern einfach die Keys zu, right? Lena, danke für den Sub. Vielen Dank. Hoffe, dir hat's gefallen dir. Dankeschön. Perfekt, danke. Das ist super. Das ist gut. Danke, Sample. Chat, dann ganz kurz. Warte, wie machen wir das? Nicht so viel schreiben gerade, damit der Sample die Gewinner besser finden kann. Sonst gehen die so im Chat unter. Eiszeit für eine Minute. Für eine Minute und danach können wir gratulieren. Emote only? Warte mal, ich weiß, mein Bot? Kann mein Bot dann schreiben bei Emote only? Oh ja, weil er Mod ist, oder? Okay, gute Idee. So. Gewinner Nummer 1, Justin Kevin 007. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner Nummer 2, Drucha. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner Nummer 3, Resoka. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner Nummer 4, Kintaro. Herzlichen Glückwunsch. 5, Leon. Herzlichen Glückwunsch. 6, Gerne Gruß. Herzlichen Glückwunsch. 7, Vexco. Herzlichen Glückwunsch. 8, Nerulos. Herzlichen Glückwunsch. 9, Defarga. Herzlichen Glückwunsch. Und Nummer 10, Jake. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich lasse Emote Only noch kurz an, damit das Sample ein bisschen Zeit hat, sich das zu notieren. Und dann seid ihr gleich wieder befreit. Okay, jetzt macht es eh keinen Unterschied mehr. Ihr könnt wieder schreiben. Herzlichen Glückwunsch und danke für die Keys. Das ist ja super cool. Du kommst in einen großen Raum mit einem großen runden Holztisch in der Mitte. Auf dem Tisch steht ein kleiner Schließkasten. Er ist mit Ketten versehen, die bei einem Schädel enden. Der Schließmechanismus befindet sich im Mund des Schädels. Der Raum teilt sich in zwei Wege. Einer ist von einem großen Eisenkäfig versperrt. Der andere Weg ist offen. Nichts gefunden beim Suchen, okay. Du näherst dich dem Weg rechts. Vor dir befindet sich eine weitere Doppeltür. Merkwürdigerweise ist eine Tür einen Spalt geöffnet. Den Raum vor dir kannst du nicht erkennen. Suchen? Nichts gefunden. Wir gehen weiter. Du versuchst weiterzugehen, aber der Weg vor dir wird von Dunkelheit verhüllt. Mit dem Feuerzeug beleuchtest du den Flur. Er erstreckt sich in Dunkelheit. Es riecht muffig und auf dem Boden liegen Urnen aus Ton verstreut. Du stolperst über eine und Asche fliegt empor. Sie gelangt in deine Nase und deinen Mund, wodurch du husten musst. Okay. Spoderman. Verdammte Scheiße.
Chat, soll ich das Hintergrundgeräusch ein bisschen leiser machen von dem PC? Stört dich das Gebrumme oder ist okay von der Lautstärke, wenn ich dran sitze? Ich könnte die Einstellung dafür ein bisschen leiser machen. Ist besser, wenn ich es leiser mache, ne? Das müsste Umgebungslautstärke sein, nehme ich an. Wir gucken mal kurz. Ne, ist genauso laut wie vorher. Dann ist es... Soundeffekt-Lautstärke, maybe? Ja, jetzt ist besser. Okay. Du gehst den dunklen Flur entlang und stolperst über einen schrecklichen Fund. Die Leiche eines Mannes hängt von der Wand herab und ist mit einer Art Foltergerät verbunden. Die Maschine hat rotierende Zahnräder, die die untere Hälfte seines Körpers zu Brei zermahlen haben. Der Anblick lässt dich erschaudern. Etwas ragt aus dem Bauch des Mannes heraus, ist aber so versteckt, dass man es nicht erkennt. Der Flur erstreckt sich geradeaus. Ja, mal gucken, was in dem Mann drin steckt. Du greifst der Leiche in den Leib bis zu ihrer Brusthöhle. Dabei fallen Fleischstücke und Organe aus der Leiche heraus und landen auf dem Boden. Du unterdrückst den Brechreiz und schaffst es schließlich, das Objekt herauszuziehen. Es ist ein seltsamer Schlüssel aus Knochen. Oben ist ein Schädel eingraviert. Schädelschlüssel wurde dem Inventar hinzugefügt. Okay. Boys. Oh shit, Moment. Don't look behind you. Er hat uns zugeflüstert, wir sollen nicht nach hinten gucken. Hab mich nicht dran gehalten. Warte, ich will noch mal eine zurückgehen. Du gehst den dunklen Flur entlang und stolperst über einen schrecklichen Anblick. Die Leiche eines Mannes hängt an der Wand. Achso, da waren wir. Ja, okay, okay. Du erreichst das Ende des Flures und entdeckst ein großes Fenster. Eisenstangen verdecken das Fenster, sodass niemand entkommen kann. Du spähst hinaus in der Hoffnung, irgendwelche Lebenszeichen zu finden, siehst aber nur den Mond. Ein Galgenkäfig befindet sich links von dir und dahinter setzt sich der Weg fort. Alright. Als du um die Ecke gehst, landest du in einer Sackgasse. Eine riesige Feuerschale steht zwischen zwei Säulen. Zwei Metallringe hängen von oben herab und ringsherum sind viele Wachskerzen befestigt. Eine Böe weht an dir vorbei, aber die Quelle bleibt verborgen. Als du die Feuerschale untersuchst, findest du dahinter eine Zwischendecke. Du strengst dich an, um die Feuerschale wegzuschieben, bis du schließlich die Zwischendecke freilegst. Die Zwischendecke ist eng und dunkel, aber du passt hinein. Okay, rein da. Du gehst in den engen Durchgang. Die Wände sind so nah beieinander, dass du Platzangst bekommst. Vor dir siehst du den Ausgang. That was glass breaking. Did he get in? Da ist Glas zerbrochen. It ist er reingekommen? Sounded like it came from downstairs. Hörte sich so an, als ob das Geräusch von unten kam. Sampaktu, danke für den 22. Vielen Dank für den Resub. Hallöchen. Hat er ein Fenster eingeschlagen? Ich mach kurz den Sound wieder lauter. Hallo? Hallo? Ich gehe nicht raus, solange dieser gruselige Typ da ist. Okay. Oh, okay, das hat er kaputt gemacht. This maniac is toying with me. I have to board up this window.
There's a hammer and some wood planks in the garage. Okay. Also er hat dieses Fenster eingeschlagen und unsere Mission ist es jetzt, das Ding erstmal wieder zu verbarrikadieren, damit der Typ nicht reinkommt. Bretter, Hammer und Co. sollten wohl hier sein. Okay. There, that should do it. I would board up all these windows if I had enough planks. I can only hope that he won't break in if I keep playing his game. So weit, so gut. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder hoch. Kannst du please reinzoomen? Bei den Bildern am PC? Okay, klar. Achso, jetzt muss ich den Sound wieder los. Soundeffekt-Lautstärke runter. Du verlässt den engen Zwischengang und gelangst in einen Raum. Rechts von dir steht ein kleiner Tisch mit winzigen Kerzen und etwas, was aussieht wie menschliche Knochen. Links von dir ist ein kleiner Treppengang, der nach oben zu einem verschlossenen Raum führt. Der Eingang steht weit offen. Zoom? Ja. Warte doch kurz, ich hab noch gerade. Ich lese es erstmal vor, zum Beispiel, dass ich reinzoome. Oh, ach so. Ja, aber wo ist jetzt der Unterschied, Chat? Wollt ihr selber lesen? Da kann ich mir das Vorlesen ja sparen, so. Kuckscheißer, ey. Suchen. Du durchsuchst das Zimmer und gehst zum Tisch. Du entdeckst ein Seil mitten im Chaos. Vielleicht könnte es nützlich sein und du entscheidest, es mitzunehmen. Das Seil wurde in dein Inventar gelegt. Okay. Kann ich mich so auch umdrehen? Ja, okay. Ein flaches Holzbett steht mitten im abgesperrten Raum. Kettenglieder und eiserne Handschellen hängen von der Decke. Der üble Geruch von Abwasser strömt aus einem Loch im Boden, das sich links befindet. Loch. Seil. Du befestigst das Seil am Holzbett mit einem Leibknoten. Wenn du willst, kannst du nun in die Kanalisation hinabsteigen. Der Gestank ist jedoch wirklich abstoßend. Okay. Du lässt das Seil hinab, bis du den Grund des Abflussbeckens erreichst. Als du am Boden landest, fällst du ins schmierige Abwasser. Plötzlich beginnst du zu würgen. Und musst dich schließlich übergeben. Du fängst dich wieder und schaust dich um. Vor dir liegt ein Weg. Hat da gerade jemand ein Bild von mir gemacht? Hey! Warte. War das meine Kamera? Das bin ich? Ich bin voll cute. Ich habe auch voll den freshen Haarschnitt. Oh, warte mal. Der sitzt auf meinem Computer. Oh! Er ist schon hier drin. Oder auch nicht. Vielleicht später nur mit unserem Verstand. Du wartest durch die Kanalisation und gelangst in eine Ecke. Der Weg geht links von dir weiter. Okay. Du kommst in einen runden Raum. Eine Treppe führt nach oben. Du entdeckst eine schwimmende Leiche in der Kanalisation, die ein schwarzes Gewand trägt. Sie schwimmt hoch und runter und das Gesicht ist nur teilweise zu erkennen. Der Blick ist auf dich gerichtet und die gelben Augen starren dich direkt an. Gegenstand benutzen. Wir können nicht an der Leiche vorbei. Wir müssen sie untersuchen. Ich glaube, das war auch noch Teil der Demo.
Ich meine, die meint es nicht gut mit uns. Du gehst langsam zu der Leiche und drehst sie mit Schwung herum. Dadurch erwacht sie zum Leben und gibt einen ohrenbetäubenden Schrei von sich. Sie setzt an, um dich mit ihren krallenartigen Fingernägeln aufzuschlitzen. Den ersten Hieb kannst du entkommen, aber dann spürst du das heftige Brennen deiner offenen Fleischwunde. Sie huscht vorbei und eilt die Treppen hinauf. Scheiße. Okay, hinterher. Daisy. Meine Taschenlampe funktioniert nicht. Unser Schrank hat sich geöffnet, unser Kleiderschrank. Wenn du im Kleiderschrank bist, bin ich raus aus dem Haus. Oh, was mache ich hier? Schnell weg! Ich gehe nicht raus, solange dieser gruselige Typ da ist. Aber der ist doch in deinem Kleiderschrank. Das ist der perfekte Ort, um wegzulaufen. Wir haben sogar ein Auto vor der Tür. Stacy, du willst aber auch sterben, oder? Gute Musikgeschmack hast du ja. Okay, du blöder Scheißer, raus aus meinem Kleiderschrank. Ich weiß, dass du da bist. Und ich weiß auch, dass du mir... Ich weiß auch, dass du mir nichts tust. Denn wenn du mich umbringst, kann ich dein blödes Spiel nicht weiterspielen. Und das willst du doch, oder? Du willst, dass ich spiele. Ich muss kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Ihr könnt euch ja so lange ein bisschen kennenlernen oder so. Hey, da bin ich wieder, sorry. Mein Handy war mit dem Lautsprecher verbunden hier im Wohnzimmer. Ihr habt vielleicht bei TikTok mithören können. Wie fandet ihr meine TikToks? Hast du Scotty angerufen? Wer ist Scotty? Assemble? Achso. Nee. Hey, ich bin gerade auf der Toilette. Danke nochmal für die 10 Subs. Wie soll ich mich nur erkenntlich zeigen? Hey! Warte mal. Die ganze Zeit hast du uns angeglotzt und jetzt, wo ich ganz kurz den Blick abwende, machst du wieder zu? Du kommst ja jetzt sofort raus. The bastard tore straight through the wall and dresser while I was downstairs. Whatever it is, it's not human. Er hat die Hauswand eingeschlagen, ein Loch in die Hauswand gemacht, ein Loch in meinen Kleiderschrank gemacht und dann hat er hier drauf gemalt, dass ich das Buch unterschreiben soll. Meine Unterschrift? Welches Buch? Wovon redest du? Du gehst langsam die Treppe nach oben. Bei der Bewegung quillt Blut aus der Wunde, die dir dieses Ding verpasst hat. Fackeln erleuchten die Treppe, aber ganz oben ist es pechschwarz. Scheiße. Du erreichst den obersten Treppenabsatz, aber der Weg voraus wird von Dunkelheit verhüllt. Zeit für mein Feuerzeug. Das Feuerzeug erhält die Umgebung. Du erschreckst und machst einen Schritt zurück, denn du stehst vor einer Knochenwand. Du bist in den Katakomben. Du kannst den Pfad weiterverfolgen, der sich links hinter Spinnenweben fortsetzt. Okay. Du gehst um die Ecke in ein großes Zimmer. 4 Säulen säumen einen riesigen Brunnen, den man über eine kurze Treppe erreicht. Das Wasser im Brunnen stinkt widerlich. Im Dach befindet sich ein Loch, wodurch das Mondlicht einfällt.
Ich kann die ganzen Wörter so schlecht aussprechen, tut mir leid. Links erscheint ein schmaler Durchgang. Vorher untersuchen wir die Umgebung. Du erreichst das Gelände. Du erreichst den Brunnen und untersuchst das Wasser. Du bemerkst ein kugelförmiges Objekt, das in gelben und roten Farbtönen schimmert. Es scheint dich geradezu anzuflehen, es aus dem schleimigen Wasser zu entfernen. Du spürst ein unnatürliches Verlangen, nach ihm zu greifen. Wir können es auch nur greifen, ich kann es nicht liegen lassen. Okay. Du greifst nach der seltsamen Kugel. In dem Moment erhebt sich die Kreatur mit einer schrecklichen Grimasse aus den Tiefen. Sie hält langsam die Kugel nach oben, fast so, als sei sie eine Opfergabe. Du fixierst die Kugel und kannst nicht anders, als sie zu schnappen. Die Kreatur verschwindet langsam wieder im Abgrund. Seltsame Kugel wurde im Inventar hinzugefügt. Alright. In dem schmalen Durchgang liegen Schädel und Knochen in einem makabren Muster verteilt. Am Ende steht eine Feuerschale. Ihre Flamme leuchtet wie ein Signalfeuer. Du erreichst... Look behind you. Wieso soll ich nach hinten... Oh, hallo. God, I think I'm losing my mind. Das denke ich auch. Du erreichst eine Sackgasse. Ein paar schwarz gekleidete Skelette werden von zwei Feuerschalen beleuchtet. Von der Erde ragt eine goldene Statue einer Hand empor. Achso. Ja. Die Finger sehen aus, als ob sie etwas halten würden. Doch sie ist leer. Dann platzieren wir unseren Orb in der Hand, richtig? Du legst die seltsame Kugel in die goldene Hand. Dann versinkt sie langsam im Boden. Ein Poltern ertönt und wird lauter. Eine große runde Steinplatte beginnt sich zu erheben. Für einen Moment ist die Luft mit Staub und Schutt erfüllt und erschwert die Sicht. Als die Luft klarer wird, erkennst du, dass ein neuer Durchgang freigelegt wurde. Okay. Als du tiefer in die Katakomben gehst, erreichst du zwei Statuen, die die Form einer Pyramide besitzen. Bis zur Spitze sind sie mit Reihen von Schädeln und Knochen geschmückt. Eine einzelne Statue im Hintergrund steht vor zwei zerfallenen Statuen. Bist du da gerade... Bist du runtergefallen? Ist ihm das peinlich? Ich glaube, er wollte eigentlich an der Decke hängen bleiben, aber er hat irgendwie das Gleichgewicht verloren und... Soll ich kurz weggucken, damit du dich woanders hinstellst? Das ist mir jetzt äußerst unangenehm, was... Ich tue einfach so, als hätte ich das nicht gesehen. Schnell, geh woanders hin. Oder krabbel wieder an die Decke. Mir egal. Okay. Der ist sicher mit Noir verwandt. I don't know how much more of this I can take. Ja, scheiße, der spielt mit meinem Verstand. Ich habe das Gefühl, ich drehe durch. Du gelangst zu einer goldenen Statue einer Person, die eine Robe trägt und eine ovale Schale hält.
Der Raum wird von einem riesigen Kronleuchter erhellt, der aus mehreren Knochen gefertigt wurde. Der Weg geht nach rechts weiter. Vorher untersuchen wir diese Statue. Du untersuchst die schimmernde Statue. In der Schale ist etwas eingraviert. Dort steht: Blut ist das Band. Die Klinge ist der Schlüssel. Es muss ein Opfer dargebracht werden. Ich habe keine Klinge. Um die Ecke findest du eine Wendeltreppe. Ihre Stufen werden von einem Licht oben beleuchtet. Rechts und links wurden Gräber in die Wände gegraben. Schädel und Knochen bedecken die Wand hinter der Treppe. Alright. Du gehst die Treppe nach oben und kommst oben an. Als du deine Umgebung untersuchst, siehst du rechts von dir einen großen Gang. Links von dir ist ein großer Kronleuchter, der aus Knochen gefertigt ist. Direkt vor dir ist ein Balkon, von dem aus man auf die goldene Statue hinabblicken kann. Okay. Du näherst dich dem Durchgang und siehst, dass er durch ein Eisentor versperrt ist. Ein Holzhebel, der als Gegengewicht dient, ist an der Wand neben dem Tor befestigt. Du drehst den Holzhebel, der als Gegengewicht dient. Das Tor öffnet sich. Du machst weiter, bis der Durchgang frei ist. Okay. Am Ende des... I'm right behind you. Ah! Er ist unter... Er ist unter den Tisch gekrabbelt oder so. Nicht lustig. Am Ende des Durchgangs ist eine Doppeltür. Das Licht fällt durch die Schlitze der Tür. Du drückst dagegen und bemerkst, dass sie offen ist. Okay. Du drückst die Tür auf und erkennst die Umgebung wieder. Ein großes Feuer erhellt den Raum und dir wird klar, dass du wieder in dem Raum mit der Schädeltruhe bist. Allerdings bist du jetzt auf der gegenüberliegenden Seite im Eisenkäfig. Das Tor des Eisenkäfigs ist jetzt geöffnet und du näherst dich der Schädeltruhe. Die Türen rechts sind immer noch geschlossen und lassen sich nicht öffnen. Scheinbar hast du eine Sackgasse erreicht. Wir haben noch den Schädelschlüssel. Benutze ihn! Du drehst den Schlüssel, nachdem du ihn in den Mund des Schädels gesteckt hast. Die Truhe öffnet sich mit einem Klicken. Drinnen findest du eine Klinge. Auf dieser siehst du seltsame Inschriften und Symbole, als sie im Licht glänzt. Du spürst, wie du in Trance fällst, während du sie untersuchst. Sie ist absolut wunderschön. Seltsamer Dolch wurde im Inventar hinzugefügt. Okay. Dann zurück zu der Schale, die erzählt hat, dass Blut die Opfergabe sei oder so. Camper nicht. Ist das die Statue? Ja. Blut ist das Band, die Klinge ist der Schlüssel. Es muss ein Opfer dargebracht werden. An der Innenfläche deiner linken Hand hast du dich mit der Klinge geschnitten. Du drückst die offene Wunde zu und streckst deine Hand über das Becken aus. Im Becken sammelt sich Blut. Währenddessen hörst du, wie sich Zahnräder drehen. Woher das Geräusch aber kommt, bleibt geheim. Du erforschst das Gebiet und versuchst, die Quelle des Geräuschs ausfindig zu machen. Du bemerkst einen schmalen Gang, wo der Grabstein einst stand. Du kämpfst dir einen Weg hindurch und bemerkst eine Treppe in der Ferne. Als du dich den Stufen näherst, bemerkst du, dass sie aus feinstem Marmor bestehen. Du hörst, wie sich die Zahnräder erneut drehen. Der Grabstein kehrt zurück und versperrt den Weg. Es gibt also kein Zurück mehr. Oben gelangst du in einen dunklen Raum. Dutzende brennende Kerzen stehen überall auf dem Boden verteilt. Ihr Licht reflektiert sich im Marmorboden und in den polierten Granitsäulen. Plötzlich erschauderst du. In diesem Raum ist es verstörend still. Ach du liebe Güte. Okay.
Du gehst weiter in den Raum, bis du in seiner Mitte stehst. In der Ferne kannst du einen Tisch und einige dunkle Umrisse erkennen. Du versuchst, das Feuerzeug zu verwenden, doch es ist kein Benzin mehr darin. Dein Herz beginnt zu rasen und in dir verbreitet sich ein immer stärker werdendes Gefühl der Angst. Ach du liebes bisschen. Du gehst zum Tisch. Einige Kerzen und ein einzelnes Buch mit einer Feder befinden sich darauf. Eine Gestalt in einem schwarzen Anzug, die einen Zylinder trägt, sitzt am Tisch. Die Gestalt trägt Handschuhe, wobei Messer an jedem Finger befestigt sind. Der Kopf liegt schräg auf dem Tisch und das Gesicht ist ausdruckslos. Um die Gestalt stehen Skelette, die Gewänder tragen, in unterschiedlichsten Haltungen. Oh. Du liest das Buch. Auf dem Titel ist ein merkwürdiges Symbol gedruckt und es ist in Leder eingefasst. Eine wunderschöne blaugrüne Feder dient als Schreibfeder. Die Feder trägt eine komplexe Gravur. Die Gestalt auf dem Stuhl regt sich nicht. Wir öffnen das Buch. Der Lederriemen, der das Buch schließt, wird gelöst. Das Buch öffnet sich und du hörst, wie die Knochen knacken, als sich der Kopf der Gestalt langsam hebt. Du erstarrst vor Angst, als sie dir direkt in die Augen schaut. Ihre boshafte Stimme ertönt. Endlich bist du angekommen. Es geht weiter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Der Schlüssel wurde genommen, die Kugel vergeben, das Blut geopfert. Das Spiel ist fast abgeschlossen. Die Gestalt zeigt auf das Buch und sagt, nur eine Sache noch. Wenn du deinen Namen in das Buch schreibst, ist das Spiel vorbei. Du musst nur kurz unterschreiben, dann bist du frei. Stacy Lydon, bitte unterschreibe und erkläre das Spiel für beendet. Du untersuchst den Inhalt der Seiten. Auf der linken Seite ist ein Symbol eines Halbmonds zusammen mit einem Dolch. Außerdem siehst du weitere Symbole und Text in einer Sprache, die du nicht verstehst. Auf der rechten Seite ist eine lange Liste mit Namen. Jeder Name hat eine einzigartige Handschrift. Eins drücken, um ein Buch zu unterschreiben. Nice try. Ja, aber das tun wir nicht. Meine Beine sind taub. Ich kann sie nicht bewegen. Ich weiß nicht, was los ist. Wir können nicht mehr aufstehen. Ich glaube, wir müssen unterschreiben, Chad. Tut mir leid. Du nimmst die Feder und schreibst den Namen Stacy Lydon auf die... Eins drücken, um weiterzugehen. Eins drücken, um weiterzugehen. What the hell? That looks like my house. Wow, das sieht aus wie unser Haus. Lustig. Und das ist das obere Stockwerk. Da, wo wir gerade sind. Das ist ein Fenster. That sounded like it came from the attic. I think that freak's inside. Okay, es hat sich angehört, als ob etwas oder jemand auf dem Dachboden wäre.
Der Dachboden ist der Ort, an dem die Demo zu Ende war. Au! 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 Scheiße, mein Gesicht! Aua! Warte, und wieso will ich zu dem hoch? Ich gehe nicht raus, solange dieser gruselige Typ da ist. Ich dachte, wir vermuten, dass der oben ist. Wir können die Soundeffekte wieder lauter machen. Hier ist das Fenster kaputt gegangen. Oh. Die Visage kennen wir doch. Stacy. Taschenlampe funktioniert wieder nicht. Was machen wir im Notfall? Aus dem Fenster klettern? Das Spiel ist beendet. Our story has just begun. Doch unsere Geschichte hat gerade you erst begonnen. And I will create a new game. Together. Wir werden ein neues Spiel erschaffen. My head, it's pounding. Where am I? How did I get here? Welcome to Chapter 2. Ja, ich bin gespannt. Das ist jetzt alles Neuland. Das vorher kannte man auch teilweise aus der Demo, aber das hier ist komplett neu. Was ist das? Keine Ahnung, ein Fernseher? Okay, erstmal sieht es so aus, als ob wir hier eingesperrt wären. Keeper, danke für den 26. Monat, dankeschön. 26 Monate DBD und lustige Momente, bist für mich der beste Streamer. Ey, dankeschön. Kuss geht raus, vielen Dank für den Support. C drücken, um sich zu ducken, stand da, ne? Uah. Okay. What the hell is this place? Spiel speichern. Alright. Oh, durch die Perspektive könnte oben am Ende der Treppe irgendwas richtig Widerwärtiges lauern und uns direkt ins Gesicht springen. Macht euch bereit. Tom, danke für den 13. Monat. Hallo. Irgendwelche Spinnen oder Skelette? Ah, okay. Warte, das sieht so Indiana Jones-mäßig aus. Bestimmte Bodenplatten lösen bestimmt Fallen aus. Nee. Oder? What's that smell? It's disgusting. Ein ekelhafter Gestank. Okay.
Drücke die rechte Maustaste, um zu zoomen. Jesus. I think I'm gonna be sick. Wieso? Ist das ein Mensch? Kamera. Benutze den Scanner, um mit versteckten Objekten und Durchgängen zu interagieren. Versteckte Objekte werden violett umrandet. Rüste den Scanner mit der Leertaste oder dem Mausrad aus. Okay. Chat, da hinten ist ein verstecktes Objekt. Beep. Beep. Lesemodus? What? Keine Diskette gefunden. Oh, okay. Fehler im Objekt. Code wird gepatcht. Verstecktes Objekt gefunden. Patch abgeschlossen. Und hat eine Diskette für mich. Ohne Schlüssel. Okay. Verlasse den Suchmodus des Scanners und gehe in den Lesemodus, um Disketten zu lesen und anzuhören. Während der Scanner ausgerüstet ist, drücke E. Okay, da war ich eben schon. Alles cool. Thank you. Warte, ich hab's falsch gemacht. Ada Brooke, number one. I've been dragged into this game. If you die here, your soul is doomed to decay inside these discs. Our bodies are taken and used in bizarre and morbid ways. One of the few items that can help is a strange machine. It brings back the things he took away. Things that could help. I'm not sure who made it or how. But it doesn't appear like he has control over it. Okay, das ist also eine andere junge Dame, die auch in seine Spielchen verwickelt wurde. Sie sagt, sie wurde in sein Spiel hineingezogen. Das ist die Theorie der Dame, die wahrscheinlich inzwischen schon längst tot ist. Wenn man hier stirbt, ist die eigene Seele dazu verdammt, in dieser Festplatte zu verrotten. Hm. Okay, arme Ada. Uns passiert das bestimmt nicht, keine Sorge. Los, Schlüssel, mach auf. Hello, Stacy. Welcome to my game. Mhm. You son of a bitch, you lied to me. I finished your game. You said you would leave me alone. Tony. What the fuck? Tony? Womit haben wir denn diesen fetten Raid verdient? Na hör mal! Meine Güte, was ist denn los hier? Und Frappel, danke für die zwei ganzen Jahre. Vielen Dank für 24 Monate. Dankeschön. Swabble? Oh, du schreibst Swabble statt Schwabble, weil ich nicht so gut sprechen kann. Okay, ich sehe. Immer noch so funny wie eh und je. Ich habe gehört, wir spielen demnächst vielleicht ein bisschen was zusammen, ha? Huh? Hoffentlich verwechsel ich dich nicht mit einem Zombie oder so. Wäre echt schade. Wie geht's dir? Was habt ihr gemacht? Hallo. Vielen Dank für den Raid. Moin moin. Referat bei Doni? Ja, ich habe mir extra einen Termin geben lassen, der richtig weit weg ist. Ich hoffe, der ist immer noch richtig weit weg. Nächsten Monat. Nächsten Monat. Nächsten Monat. Catfish? Leak? Oh shit, soll ich das geheim halten? Oh fuck. Hä? Sorry, was Besseres ist mir nicht eingefallen jetzt auf die Schnelle. Weißt du überhaupt, wie Doni aussieht? Ja klar! Hab ich schon mal. Das Problem ist, guck. Ey, ich hab keine. Doni hat keine VODs so. Immer wenn wir zusammenspielen und ich mir Sachen aus ihrer Perspektive angucken will, ja, um zu gucken, war ich ein bisschen gemein oder so, war ich ein bisschen drüber, die arme Doni, oh nein, hoffentlich hat sie das nicht verletzt, so, hoffentlich hat sie das nicht wirklich traurig gemacht. Immer wenn ich ihre Reaktion angucken will, gehe ich rüber, mache die VOD-Sache auf und dann keine VODs. Hat die Frau keine VODs? Entweder man ist live dabei oder man hat Pech gehabt, so.
Doni hat Highlights auf dem YouTube-Channel. Deswegen hat sie keine VODs. Wie, damit ich nicht gucken kann, oder was? Guck Karaoke-Streams? Ja, muss ich mal... Das Problem ist, wenn Doni öfter mal zur gleichen Zeit streamt wie ich, wie soll ich da einschalten? It doesn't work. Ich habe Copyright-Music, deswegen keine VODs. Oh, okay. Ja gut, verstehe ich. Ich bin auch zwischendurch... Manchmal denke ich so ganz sentimental an die guten alten Zeiten zurück, wo man halt die Musik nur abspielen konnte, ohne dass man direkt Angst haben musste, auf den Arsch zu kriegen. Ja, gute Musik ist halt schon geil, ne? True. Matthias, danke schön für die Bits, Hallöchen. Und danke für die Follows. Herzlich willkommen. Hi. Doni traut sich selbst nicht, drum keine Beweise hinterlassen. Achso. Was machst du Schönes? Ey, wir spielen gerade ein Horror-Game, das vor kurzem rausgekommen ist. Und zwar heißt das Suffer the Night. Davon gab es schon etwas länger eine Demo. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gespielt habt. Ihr spielt ja auch öfter mal Horror-Games. Und jetzt ist, nachdem die Demo schon längerfristig spielbar war, auch die Vollversion rausgekommen. Bist du Engländer wegen deinem Akzent? How do you know? Pardon me? You totally got me there. I fucking love Britain and you know? Nee, ich bin langweilig deutsch. Ich spreche ein bisschen komisch, weil ich eine Gaumenspange drin habe. Vielleicht verwechselst du das mit einem englischen Akzent. Ich... Thank you. Du kannst auch deine Musik auf eine andere Tonspur legen, dann taucht es in den VODs nicht auf. Ja, ja, stimmt, man könnte das auf eine zweite Tonspur legen. Ich habe es zwischendurch mal probiert. Hat auch so halb geklappt, aber halt nur halb. Deshalb habe ich es erstmal wieder weggelegt. Engländer kommen mit Gaumenspangen auf die Welt, habe ich mir sagen lassen. Ich, okay, I don't know. Ist das der God Gamer? Ich habe die Errungenschaft nicht bekommen, aber danke. Ja, wir haben es gestern durchgespielt. Die VODs sind aber auch super cringe, wenn man die Musik nicht mehr hört. Ich singe viel zu oft mit. Ey, ich habe gehört, du singst richtig gut. Ich bin mir sicher, es klingt wunderschön, Doni. Ich bin mir sicher, ich wünschte, ihr könnt mal zuhören so. Ihr könnt einfach mal ein VOD so, ein einziges VOD, wenn du zwischendurch mal Zeit hast und eine halbe Stunde, gib mir eine halbe Stunde mit deinem VOD. Ich würde so rumskippen, ich würde so gucken, ich würde hier so sitzen und mir so denken, boah, das ist die Doni, ey. Aber du machst keine VODs. Hallo Anna, hallöchen. Ja, du und ich weiß nicht, ob sollen wir das geheim klären, so im Hinterstübchen, per PN oder... Also ich hätte morgen schon Bock, wenn du Bock hast. Ich bin ja nächste Woche, falle ich eh ein bisschen aus, weil OP, ne? Und dann, ich könnte morgen eigentlich auch, dann komme ich morgen halt so spontan online, wir machen so Koop-Stream, wir gehen so ein bisschen Spaß haben. You know? Gib mir eine halbe Stunde mit deinem VOD, klingt aber auch anders wild. Wieso? Machen wir Deal? Ja, okay, das wird gut. Und ich habe auch mit dem Chat gequatscht, mit der deutschen Version sollten wir super safe sein. Halt keine International Version, sondern die deutsche, die gecuttet ist, damit wir weniger zerschneiden können. Und dann sind wir auf der sicheren Seite, müssen wir keine Angst haben durch Twitch oder so, dass da jemand böse wird. Gut, ich lade jetzt mal die englische runter. Nicht die englische runterladen, Junge. Stopp! Nur die deutsche. Aber wenn man das über Epic spielt, man das, ne? Ich glaube, in Epic wird auch nur die gecuttete Version für uns angeboten. Ja, wir können quasi keine Fehler machen. It's foolproof. Oh ja, eine Uhrzeit müssen wir da noch gucken. Du und ich bin morgen... Warte mal kurz. Tut mir leid, Chat. Es geht gleich weiter. Du und ich bin morgen... Morgen habe ich so ein Gespräch. Morgen gehe ich zu dem Arzt, der mich am Montag aufschneidet. Und der sagt mir, was so passiert und wie lange ich ausfalle und so. Das Gespräch habe ich morgen gegen Mittag, 12.30 Uhr. So, dann weine ich so ein bisschen, weil der mir sagt, dass das wehtut und dass ich eine Weile nicht sprechen kann und flüssige Nahrung zu mir nehmen muss und so. Und nachdem ich mich ausgeweint habe, fahre ich nach Hause.
ist auf der anderen Seite der Stadt. Wann hast du vor, loszulegen? Das wird aber dann knapp, dass wir um 20 Uhr anfangen können. Oh, 20 Uhr ist perfekt. Nice. Oh mein Gott, du hast gute Streamingzeiten. Da sind wir sehr kompatibel. I like it. Ja gut, okay, perfekt. 20 Uhr ist nice. Kann ich nach Hause kommen? Machen wir was zu essen, so. Dies, das. Sehr gut. Was für eine OP? Gaumennahterweiterung. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Ich muss langsamer sprechen, sonst wird es undeutlich. Ich bekomme Schrauben in meinen Gaumen, ja, in die Decke meines Mundes. Kriegst du Schrauben rein? Ich habe schon eine Metallplatte drin. Da kommen Schrauben durch. Die Metallplatte wird mit meinem Gaumen verbunden. Und dann hat diese Metallplatte einen Mechanismus, ja. Da muss ich täglich zweimal dran drehen. Und mit jeder Drehung geht diese Metallplatte auseinander. Mein Oberkiefer wird breiter gemacht. Für 6 Monate muss ich das Ding tragen. Und für 6 Monate ist da Spannung auf meinem Oberkiefer, damit das immer breiter wird. Piercing? Nee. Für eine Zahnspange. Vorbereitung für eine Zahnspange. Du klingst 1:1 wie dieser eine Voice-Filter bei TikTok. Hey, apropos TikTok. Wollt ihr ein paar TikToks sehen? Ich habe gute TikToks. Nein? Ich habe richtig gute TikToks. Ganz sicher, dass ihr nicht möchtet? Okay, 2, okay? 2 TikToks, dann geht's weiter mit Horror. Spielen wir weiter? Ja, ja. Ich muss nur kurz 1, 2 TikToks zeigen. Es ist aber im hellen Modus. Sorry, dass ich keinen Dark Mode anhabe. Okay. Wartet. Ich habe zum Beispiel... Hier. Oh, das war ein bisschen doll. Das war ein bisschen doll. Als ich auf der Toilette geguckt habe, sah das nicht so doll aus. Ups. Okay, wartet, ich habe noch ein anderes. Wartet. Was ist das hier? What I recorded at the zoo. Okay, pass auf. Ich hasse Affen. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Du Arschloch! Du hast mich angelogen! Ich habe dein Spiel beendet und du sagtest, du würdest mich in Ruhe lassen! Oh, Stacy! Stacy! Der Teufel liegt im Detail. Mein Geschmack hat sich nicht verbessert. Ich sagte, ich lasse dich in Ruhe, ja. Dann, wenn du mein Spiel gespielt hast. Aber ich habe nicht gesagt, welches. Verdammt! You signed the book. You belong to me now. What sweet suffering I have in store for you. Okay, er sagt, mit unserer Unterschrift haben wir zugestimmt, dass wir ihm gehören. Und jetzt hat er seinen Spaß mit uns. You bastard! Tell me how to get out of here now! You want to leave? I don't think so. Goodbye for now. Bye bye. Dieser fiese Clown hat uns in ein Spiel eingesperrt. Vor uns hat es schon viele andere Leute gegeben, die eingesperrt wurden von dem. Wieso haben wir hier gerade ein Signal bekommen? Was ist das hier? Als ob sich hier irgendwas versteckt.
Verstecktes Objekt gefunden. Code wird gepatcht. Patch abgeschlossen. The Fool. Eine Tarotkarte. Aha. Okay. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ich sollte eine Lichtquelle ausfindig machen, bevor ich weitergehe. Wo kriege ich denn eine Lichtquelle her? Deckel öffnen. Ein Feuerzeug, genauso wie in dem Spiel, das wir vorher gespielt haben. Interessant. Die Flamme verhält sich ja sehr lustig. Verwende das Feuerzeug, um Fackeln anzuzünden. Okay. Sieht aus, als würde hier etwas hineinpassen. Ich bin vollständig in meinen vier Gliedern. Zwei Arme suchen im Inneren nach Kraft. Zwei Beine erstrecken sich nach außen und treiben mich vorwärts. Nur dann wirst du von meiner Hand gesegnet. Zwei Arme im Inneren, zwei Beine nach außen. Ach so, die muss ich da noch draufstecken. Ich habe keine Arme. What is this? Sieht aus, als würde hier etwas hineinpassen. Okay. Schreit, wenn ich irgendwas übersehe. Hier könnten wir wieder speichern und dir fehlt ein Kopf, ha? Huh? Eine Wolfsskulptur ohne Kopf. Verstehe. Es ist von der anderen Seite verschlossen. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Hätte ich, warte mal, soll ich speichern? Ich habe das Gefühl, hier rollt gleich ein riesiger Felsen entlang und zermalmt mich. Okay. Morgen können wir dann ab 20 Uhr mit dir rechnen? Ja, genau. Also ich würde sagen, wir machen morgen einen spontanen Stream. Dann mit Doni zusammen. Als Ausgleich dafür, dass ich nächste Woche wahrscheinlich ein paar Tage mehr fehle als normal. Vielleicht komme ich... Oh, shit. Oh, shit! That was a close one. Ja, das war knapp. Bis auf den Teil, wo ich 5 Minuten auf dem Feld rumstand, das einzustürzen drohte. Zurückgehen ist dann wohl nicht mehr. Ja, ich denke so 18, 19, 20 Uhr oder was. Vielleicht komme ich ein Stündchen vorher. Ein, zwei Stündchen vorher online schon. So ein bisschen für Quatschen oder... Warte, was ist passiert? Ach so. Wir klettern runter. Drücke STRG links, um zu kriechen. Warte, kann ich hier vorher Feuer machen? Vorher Feuer machen. Langsam sprechen. Sonst versteht man mich nicht. Oh ja. Crawl into the creepy hole. God, what are you doing, Stacy? Foi, foi. Gute Nacht, Mo. Schlaf schön. Danke dir. Hört sich an, als ob da jemand schlemmen würde hinter dieser Felswand. Sah aus wie ein Ghoul oder Zombie. Ohne Arme. Aber mit Beinen. Und wir brauchen Beine für diesen Altar. Vielleicht können wir ihm die Beine abschneiden. Hm.
Maybe. Chat wurde... Warte, Sackgasse? Na. Warte, ja? Warte. Oh! Ein Brecheisen. Oh, ich darf hauen. Cool. Okay. Wurde Dead Island, der zweite Teil, gecuttet nur wegen der Tatsache, dass man Zombies die Gliedmaßen abschneiden konnte? Es kommt mir so vor, als ob das in voll vielen Games möglich ist, ohne dass die indiziert werden. Die Leichen der Zombies. Aber ich könnte schwören, dass in ganz vielen Spielen es möglich ist, ohne dass sie auf dem Index stehen, da irgendwie im Nachhinein nochmal drauf zu hauen mit einer Axt, dann fällt der Kopf ab, die Arme ab, die Beine ab. Das geht in so vielen Spielen, ohne dass da Drama gemacht wird. Wundert mich. Oh, an dem hier wurde geknabbert. Disgusting. Was that thing eating that corpse? Ich glaube, das Monster hat diese Leiche gegessen, ja. Kannst du die Diskette nehmen? Sehr gut. Scheiße. In the forest? Ja, in the forest ging's auch. Genau, stimmt, ja, ja, ja. Dann konntest du... Und in the forest konntest du sie dann sogar noch essen, Junge. Du haust ihnen die Beine ab, den Kopf ab, dann wirfst du das aufs Feuer und dann isst du da so ein bisschen Menschenbeine, Menschenarme. Stimmt, stimmt, ja. Komisch. Aber ich glaube, bei Dead Island war auch schon der erste Teil problematisch, ne? Ich habe den ersten Teil nie gespielt, ich habe nur zwischendurch die News gelesen. Aber ich glaube, das hat einen anderen Grund. Kinderzombies oder so? Wir müssen aufpassen, wir sind jetzt in dem Raum, wo der Zombie hingelaufen ist. Oh. Your descent into depravity is just beginning, Stacy. Abstieg in die Verderbtheit. Diskette einlegen? Konnte ich im Kirchen nicht. Ich muss erst aufstehen dafür. The various remains of previous victims are all around you. Down here, nothing. Dead Space war auch krass, ja. Da ging sowas auch, stimmt. Die zahlreichen Überreste der vorherigen Opfer liegen um dich herum. Hier unten wird nichts weggeworfen. How much flesh will you obliterate in your quest for freedom? Wie viel Fleisch ich in meinem Streben nach Freiheit vernichten würde? Bisher habe ich niemandem ein Haar gekrümmt. Wovon redest du? Oh, ändert sich das gleich? Kenneth Gray, Diskette 2. The lucky ones just die. Some of the people trapped here had their bodies twisted and mutilated. Their minds are fractured and corrupted. The lucky ones just die. Some of the people trapped here had their bodies twisted and mutilated. Their minds are fractured and corrupted. What's left is a hollowed-out slave who's left to wander this constantly shifting dungeon to create new thralls. They seek fresh meat and new prey. Das heißt, selbst das Monster, das an der Leiche geknabbert hat, war vorher mal ein Mensch, der genauso wie wir überlistet und hier eingesperrt wurde. Feels bad, man. Okay. Was haben wir hier? So ein Hackfleischmonster, Grinder, ja. Ähnelt einer großen Häckselmaschine, um Holz zu häckseln. Ah ja. Holz geht auch. Ich habe an Fleisch gedacht. Was, wie, wer? Ich will was reinwerfen. Wie mache ich das? Oh. Aufgehoben, Körperteil.
Okay. Bubis. Warum mache ich das? Um das Monster anzulocken? Mr. Developer, da bist du aber nochmal gut davon gekommen, ne? Haben wir gerade darüber geredet, was ein alles so auf dem Index landen lassen kann? Menschenköpfe zerhäckseln? Ist ziemlich brutal. Also ich find's geil. Ich bin, also wenn ich noch ein paar Sachen reinwerfen darf, geile Scheiße so, ich bin voll dabei. Ich meine ja nur. Manch einer macht sich da. Hey, warte, mach an. Okay. Spritz. Oh. Oh ja, yeah. Geil. Mehr. Oh. Müssen aufpassen, weil das Monster vielleicht gleich kommt. Das wird bestimmt angelockt durch den Geruch. Wir füllen hier alles mit dem Blut. Ist gleich voll. Ach so, das Ding geht dadurch auf. Echt? Okay. Ja. The Fool. Die Karte haben wir bereits eingesammelt. Eine weitere Diskette. Valicia, danke für den 10. Monat. Hi. Brauchtest du das Beinchen nicht? Wir müssten Beine mit nach Hause bringen und dann in den Altar stopfen. Ja, wahrscheinlich. Aber hätten wir das Bein nicht zerhäckselt, hätte sich das Tor nicht geöffnet. Wir brauchen andere Beine. Entwickler. Oh, das ist von. I embark on my game development journey. I decided to take the plunge and develop a game. Hey, ist das deine Stimme? Warte, ich pausiere. Hör auf, weiter zu reden. Stopp, warte. I've really enjoyed playing dungeon crawler games lately. Miss. Nochmal von vorne. Today I embark on my game development journey. Ja. I decided to take the plunge and develop a game. Ja. I'm still figuring out the scope of the game, but I know I want to have advanced artificial intelligence. I've really enjoyed playing dungeon crawler games lately. Ja. Maybe I can mix that in. Okay, eine Notiz des Entwicklers. Der hat Dungeon Crawler Spiele lieb gewonnen und interessiert sich für eine fortgeschrittene künstliche Intelligenz. Also ist dieses Maskenmonster, der Typ mit den Krallen, ist vielleicht eine KI, die außer Kontrolle geraten ist. Und der Entwickler ist bestimmt seinem eigenen Game erlegen. Vielleicht. Mal gucken. Könnte ich mich hier unten zur Wehr setzen mit der Brechstange? Nee, ich kann sie nicht zücken. Kämpfen, während wir kriechen, ist... Oh, da vorne ist das Monster, das wieder irgendwelche Leichen aufisst. Und das hier sieht nach einer Falle aus. Kann ich den Zombie damit töten? Warte, Chat, meint ihr, der Zombie hat Angst vor mir oder nicht? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, auf den zuzukriechen. Ich kann halt meine Brechstange nicht rausholen. Er frisst dich sicher? Ich glaube, er hat keine Arme. Vielleicht können wir ihn wegtreten, wenn er mich beißen will. Oder hat er einen Arm? Ich glaube, er hat keine Arme. Und er bemerkt mich nicht. Ich schleich mich an. Was ist das? So eine Art Hammer? Griff. Brauche ich nicht.
Das war mal ein Mensch. Doch dieses Spiel hat ihn verändert. Von Menschlichkeit keine Spur mehr. Nur noch ein Schatten seiner selbst. Getrieben von bestialischen Instinkten. Immer gierend nach Menschenfleisch. Vielleicht in der Hoffnung, um sich das zurückzuholen, was er einst verlor in diesen dunklen, dunklen Tiefen. Das Menschsein. Doch egal, wie viele Leichen von Menschen er auch essen mag, er wird nie wieder das, was er einst war. In diesem Sinn, ich sollte nicht zu nah herangehen. Nein, komm, Stacy, mach jetzt, das ist deine Chance. Herr Developer, ich will jetzt traden, das Monster, du kannst dir keine Unsicherheit... Ich sabber, tut mir leid. Herr Developer, bis hierhin ein wunderbares Spiel, aber ich würde es bevorzugen, wenn Sie, Sir Developer, die unsichtbare Wand entfernen würden und mir die Chance geben, dieses dreckige Mistvieh zu verprügeln. Ist doch besser, wenn ich jetzt mit ihm aufräume, als dir meinen Rücken zuzukehren. Dann krabbelt er mir hinterher und frisst mich. Lass mich ran, da Junge. Ich mach den platt jetzt. Na gut. Ey, aber wehe, der verfolgt mich jetzt. Okay. Dankeschön, Frischkäse, für die Bits. Moin, moin. Wo machen wir den Hebel rein, Chat? Haben wir schon gesehen, wo der rein soll? Also diese Falle mit den diese Falle hier ist nicht zum Kurbeln. Vielleicht irgendwann mal von der anderen Seite? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Was ist das für ein, warte mal, ein Draht? Ein Kabel. Oh. Oh, shit. Okay, gut, dass wir nochmal zurück sind. Was? Ich wusste, ich hätte mit dir aufräumen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Hey. Hey, Developer? Über dem ich es... Oh, der hat so ein Glück gehabt, ne? Jetzt, wo ich aufstehe, ich hätte ihn jetzt richtig gesmackt. Hat sie ein Glück. Speichern. GG? GG. The Magician. Warte, ich habe noch keine weitere Karte gefunden. Hätte ich vielleicht beim Wegkriechen was finden können? Oh no. Ich habe irgendwas übersehen. Oh no, ich habe was übersehen. Verdammt. Ach, das sind so optionale Geschichten, wo man immer wieder einen Eintrag vom Entwickler bekommt wahrscheinlich. Mist. Ich muss öfter mit dem Ding rumlaufen. Hast du gestern Abend Welcome to the Game 2 noch geschafft? Ja, tatsächlich haben wir es endlich geschafft. Aufgehoben, verfluchte Diskette. Kenneth Gray. Teil 2. That freak with the knives for fingers has set up all kinds of puzzles down here just to toy with us. He gives us just enough hope to carry on. I've tried to preserve, but I'm getting weaker and weaker. I don't want to end up like one of these creatures down here. There's gotta be a way back to the real world, damn it! Okay. Kenneth hatte auf jeden Fall noch ziemlich viel Kampfgeist in sich, zu dem Zeitpunkt, wo er diese Nachricht aufgenommen hat. Ich hoffe, er hat es geschafft. Aber ich bezweifle es. Das ist eines der Rätsel, von denen Kenneth gerade geredet hat, huh? Well, well, well. I am impressed that you're still alive, Stacy. Danke. Ich wurde nur einmal gebissen. Yeah, well, I ain't gonna die down here, you bastard.
love the ones that put up a fight. It makes their suffering so much more delightful. Du Schwein. I won't give up hope. I refuse to end up like the rest down here. Sag's ihm, Stacy. Good, Stacy, good. Speaking of hope, you've come this far. Perhaps a gift is in order. Sagt, wir hätten uns ein Geschenk verdient. A weapon to help you along your way, although nothing is free down here. If you can solve my little puzzle, the weapon is yours. Wenn wir das Rätsel lösen können, bekommen wir eine Waffe. Wir haben aber schon das Brecheisen. Ist die Waffe cooler als mein Brecheisen? Kombination testen, Zahnrad wechseln, Zahnrad drehen. Okay. Alright. Na dann, zeig mal her. Patch abgeschlossen. What the fuck? Aha, natürlich. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Gelbe Hand, grünes Dingsbums, lidas Dingsbums. Warte mal, gelbe Hand. Kein Problem. Gefolgt von grünem Dingsbums mit einem Mond, der nach oben zeigt. Ja, gefolgt von so einem Kristall, der nach oben zeigt. Mit einem Mond auf der linken Seite. Ja, gefolgt von so einem Auge in der Mitte. Nein, Mond. Ja, gefolgt von... Nein. Ja. Gefolgt von... Ja. Oh, shit. War die ganze Zeit schon in meinem Gesicht drin? Habe ich gar nicht gesehen. Ein Revolver. Alright. Warte, schieße ich, wenn ich... Nee, okay. Aufgehoben, Magnum-Munition. Sweet. Huh? Du bist meine Magnum-Munition nicht wert, kleiner Mann. Brecheisen! Warte, ich muss jetzt... Die Magnum-Munition hebe ich mir für den Oberzombie auf. Wer doch gelacht. Hör auf mich zu beißen! Warte, hast du Füße? Das ist so ein Ding bei uns. Hey. Sorry. Ich habe ihn weginhaliert. war das die Karte, die wir drüben gebraucht haben? Nee, ne? Der Magician, den hatten wir gebraucht für die andere Tour. Jetzt haben wir aber den Einsiedler oder was? Den Eremiten. Oh!
Oh, Fallen. Oh, cool. Okay. Ist dein Sanity noch okay? Jetzt, wo ich Füße riechen durfte? Könnte nicht besser sein. Adderbrook 3. Oh, Teil 2 haben wir nicht gefunden. Mal gucken, wie es ihr geht. This place is riddled with traps. I was almost sliced in half by one of them. All these traps have hidden switches that deactivate them. Use this device to reveal them. This device I have found seems to be something that was created to help us. Perhaps save us. I found more discs. That seems to indicate that the maker of this device is the game's original creator. Perhaps, as a result, the monster has no control over it. Ach so. Der Entwickler des Spiels hat dieses Gerät hier erstellt. Okay. Außerdem hat uns die Dame gerade verraten, dass auf der anderen Seite schwinge diese Äxte hin und her. Es gibt wohl unsichtbare Schalter, mit denen wir diese Fallen deaktivieren können. Ich glaube, das ist nicht nötig. Das sieht eigentlich machbar aus. Wartet. Ich muss eh an ein paar vorbei, oder? Ja, ist ja kein Problem. Vielleicht suchen wir doch. Oh, fuck me. Shit. Was? Nein! Ah! Okay. My bad. Der Revolver gönnen wir uns, oder? Ist ja lecker. Die Hand. Yes. Der Mund, der nach oben zeigt. Yes. Kristall, der nach oben zeigt. Yes. Ein Auge. Yes. Komm her, ich hab dich einmal getötet, ich kann dich zweimal töten! Was auf dieser Seite das wichtig gewesen ist? Die Nachricht von der Kollegin. Müssen wir nicht nochmal anhören, aber wir können es aufsammeln. Und dann geht es nochmal zu diesen Äxten zurück. Diesmal ohne zu sterben. Right. Die Hand der Finger zeigt zur Decke. Die Hand, wo der Revolver drin war, meinst du?
Da ist eine... Da oben sind Käfige. Soll ich hochschießen? Nee. Da vorne ist hier die Vorrichtung, wo wir das entfernen können. Ich muss nur... Shit, das war knapper als ich dachte. Okay, kann ich es auch wieder anmachen? Kann ich nicht. Schade. Ich dachte, wenn wir verfolgt werden nochmal von Monstern, könnten wir hier hinrennen, das anmachen und dann würden die zerhackt werden. Aber vielleicht verfolgt uns ja hier erstmal nichts mehr. Yes. Der Kopf vom Wolf. Okay. Munition. Vielleicht war das Rätsel eine Falle und wurde bereits von einem anderen Spieler deaktiviert. Auch vielleicht, wer weiß. Was wollte ich? Lesemodus, Entwickler Nummer 3. I've been sequestered for months in an effort to decrease the size of my game. I was making a little progress, so I began searching for an alternative programming language. I dug and dug and found an obscure, esoteric language called Leviathan. About it? Not much is known, but from what I understand, its inventor, Dante Lamento, said its potential was endless. The only issue is that Dante disappeared without a trace not long after publishing the language. Verdammt, natürlich! Entwickler, die keine Grenzen kennen. Er hat nach einer neuen Programmiersprache gesucht. C und C plus und C plus plus. Und JavaScript haben ihm einfach nicht gereicht. Nein, er brauchte eine neue Programmiersprache, Leviathan. Natürlich, jetzt macht alles einen Sinn. Selbstverständlich hat sich das Spiel verselbstständigen können. Mit dieser uralten, mächtigen Programmiersprache. Oh Mann, hat er Glück, dass ich nicht da war, um ihn daran zu hindern. C, C, Hashtag und C++. Oh ja, so ähnlich. Ja, sorry. Fast. Ich hatte es fast. Moment. Ist irgendwas versteckt? Ja. Ist dir gerade was aus der Nase gefallen? Oh, Munition. Alright. Ein weiteres Rätsel, hä? Southwest? Oh, shit. Weiche vor mir, elender Dämon. Wieso blutest du? Du bist ein gottverdammtes Skelett. Du solltest gar kein Blut mehr in dir haben. Sehr gut, gute Arbeit. So, irgendwelche Sachen versteckt? Nee. Southwest? Northwest. Dann ist das hier Westen. Warte. What
What the fuck? Soll ich da die Himmelsrichtung eingeben? Aber wie können Northwest und Southeast so nah beieinander sein? Wartet. Die Aufteilung ist egal. Nur die Farben spielen eine Rolle. Richtig? Grün ist Southeast. Blau ist Northwest. Rot ist... Nee, das ist Pink. Pink ist Northeast. Rot hatten wir gesagt, Southwest. Okay. Ein Drachendingsbums. Okay, ein Schlangenwappen. Moment. Okay, wir sehen keine weiteren versteckten Objekte. Für den Moment. Das Achievement habe ich leider nicht mehr bekommen, Pandalorian. Leider nicht. Congratulations, Stacy. You have completed the first trial of my game. Mhm. Very few make it this far. Okay. Don't you have anything better to do than annoy me? How feisty. You know that device you found won't save you. I may not be able to stop you from using it. But I'm just getting started. Everything up until this point was just a taste of what I have in store for you, Stacy. Go to hell, you freak. Ja, zur Hölle mit dir. Hier könnten wir drehen. Ich lasse noch die Pfoten davon. Oh, hier ist die Wolfstatue. Wir sind also zurück. Was passiert, wenn ich... Ach, das kann ich an mich nehmen. Linker Arm. Ach, ah. Für diesen Altar. Ich brauche nicht irgendwelche random Gliedmaßen, sondern ich brauche schon etwas schickere Geschichten, um die da einzusetzen. Okay, I like it. Sieht aus, als ob zwei Augen... Sieht aus wie ein Löwe oder so, oder? Ein Tiger? Zwei Augen und ein Maul. In der Dunkelheit. Irgendeine Bestie, die uns anstarrt und auf uns wartet. Oh, achso, seine Visage. Und ich darf in deinen Mund. Bleh. Das Funhaus, das Spaßhaus. Aha. Please insert one token for admission onto the ride. Bitte führe eine Marke ein, um mitfahren zu dürfen. Okay. Eine Adlerskulptur. Die Flügel fehlen. Wheel of Fortune. Ich habe, glaube ich, noch keine Marke. Wo soll ich die herbekommen?
Sieht aus, als bräuchte ich eine Art Marke. Oh, ein geheimer Raum. Ach so, okay. Pfannhäuser sind meistens nicht spaßig. Ich befürchte, in unserem Pfannhaus hier geht es gleich genauso in eine nicht spaßige Richtung. Da hätten wir eine Marke. Cool. Und eine Diskette. Lilith Blackwell. Von der haben wir noch gar nichts gehört. He will manipulate your thoughts against you, so be careful. He will use elements from your reality in the game he creates for you. He will use anything against you, be it an idea, a tangible thing, or something private to you. He gets more enjoyment from seeing you struggle. You must continue fighting. Don't let him win. Er wird deine Gedanken gegen sich manipulieren. Er wird in dem Spiel, das er für dich erschafft, Elemente aus deiner Realität verwenden. Er wird alles gegen dich einsetzen. Sei es eine Idee, eine greifbare Sache oder ein Geheimnis von dir. Du musst weiterkämpfen. Was macht er? Was hat er vor? Sehen wir gleich unsere Familie oder so? Unsere Eltern? Unsere Love Interest? Unser Haustier? Das uns umbringen möchte? Thank you. Enjoy the ride. Vielen Dank und gute Fahrt. Okay. Oh mein Gott, seid ihr bereit? Oder sollen wir abspeichern und das morgen machen? Es ist gleich 23 Uhr, Chat. Das ist ein spannender Punkt. Jetzt pausieren wäre so, wow, wie geht das nächste Episode weiter? Ich frag mich, was dieser Horror-Ride für uns vorbereitet hält. Wir können zurückgehen und speichern. Wir können zurückgehen und wir können nicht zurück. Ja, wäre jetzt auch gemein, hier einen Cliffhanger einzubauen. Deshalb fahren wir heute und hier und jetzt natürlich. Darf ich meine Pistole rausholen? Nein. Willkommen, Stacy. Warte, sollte ich aussteigen? Da steht E für verlassen. Das war's? Nein! Verdammt. Okay. Sieht aus, als bräuchte ich eine Art Schlüssel. Ja. Schrotflintenmunition? Bin ich an der Schrotflinte vorbei? Hallo Fienchen, guten Abend. Entwickler Nummer 4. I finally found a simple program written in Leviathan.
When compiled, it prints out a message from Dante Lamento. For those who seek answers to questions unanswered, problems unsolved, and pleasures unknown, my gift to you, Leviathan, will give you your heart's desire. This application contains a complete library of syntax that may be used once I have access to the source code. Okay, der Entwickler braucht den Quellcode. Und wenn er ihn kriegt, hat er eine vollständige Syntaxbibliothek. Das ist bestimmt krass. I don't know. Was steht da? Sawtooth. Sägezahn. Kommt der kleine Hase gleich raus hier? I have such pleasures to show you. Someone's watched a few too many movies. Stacy, ich mag es, wie cool du bist, angesichts der Tatsache, dass uns jemand umsägen möchte. Du bist furchtlos. Hey Skelett, komm her! Ihr seid so doof. Ihr rennt in die Fallen rein. Okay. Auf Wiedersehen. Im Prinzip ist es egal, wo wir langlaufen, ne? Die Fallen sind überall identisch. Oh, ups. Hätte ich das besser timen sollen? Sollte ich vielleicht mich unter der einen wegducken und dann rennen, sobald die über mich drüber fliegt? Wir probieren es mal. Ich muss das nochmal drücken. Hallo. Nice. War das gut? Wahrscheinlich gibt es mehrere Hebel, hä? What? Muss ich die in der bestimmten Reihenfolge? Oh. Das war falsch, oder? Also der Hebel, den wir davor umgelegt haben, war Nummer 1. Da kam ja dieses Geräusch noch nicht. Wartet mal. Hier ist bestimmt irgendwo... Ah. Also zuerst pink, dann blau, dann gelb, dann türkis, dann grün. Pink, blau, gelb, türkis, 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 grün. Pink, blau. Pink-blau. Hm. Pink-blau, gelb, türkis, grün. Pink-blau, gelb, türkis, grün. Pink-blau. Gelb. Türkis, grün. Türkis. Verdammt, warum sehen die so gleich aus? Ich glaube, das davon ist türkis. Nein, warte, das sieht ziemlich grün aus.
Nein, das ist grün. Das ist okay. Okay, ist grün. Nein. Nice. This way. Wartet. Ich habe bestimmt lauter geheime Sachen übersehen hier. Right? Shit, ja, habe ich. Meint ihr, die Schrotflinte ist hier oder ausschließlich Munition? Ich will die Schrotflinte nicht übersehen. Ich liebe Schrotflinten. Pink, blau, gelb, türkis, grün. Ja, das war der Farben-Song. Oder sowas. Der Pfeil sagt, wir sollten hier entlang. Okay, nehmen wir gerne. Was haben wir hier? Hier gehört die Karte vom Emperor rein. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Darf ich Nee, darf ich nicht. Springen und abstürzen ist nicht. Wir müssen die Leiter benutzen. Ich bin mir sicher, es gab noch weitere versteckte Räume hier unten. Oh, ist das zum Deaktivieren der Fallen? Okay. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Ein bisschen spät gefunden, aber wir sind ja klargekommen. Alles gut. Abgespaced hier drin. Hallo, kleines Häschen. Könnte der Nachwuchs von der Handschuss aus DBD sein? Oh. Da ist ein geheimer Raum direkt neben diesen tödlichen Fallen. Aber ich kann ja nicht neben den Fallen stehen bleiben, um den geheimen Raum zu öffnen, oder doch? Die eine Maschine ist relativ langsam. Vielleicht klappt das? Beweg dich! Er kommt! Wir warten kurz, bis wir geheilt werden. Perfekt. Okay. Die Sonne. Natürlich. Jeglicher Schaden wird auf unbestimmte Zeit reduziert. Das heißt, ich... Warte mal. Das war diesmal nicht zum Lesen? Nee. Einfach ein Buff. Geil. Das ist gut. Oh. Jetzt wäre der Geheimraum ein bisschen...
ein bisschen sinnvoller gewesen. Aber unsere Methode hat auch funktioniert. Gute Arbeit. Chat, ich sehe gerade, es ist 23.06 Uhr. Ich muss morgen ein bisschen früher aufstehen, weil ich den Termin beim Arzt habe, you know. Ich überlege, ob wir jetzt Schluss machen. Und vielleicht, wartet, wenn wir morgen um 20 Uhr verabredet sind mit Doni für Zombieschlachten, vielleicht treffen wir uns um 18 Uhr, machen genau hier weiter, spielen von 18 bis 20 Uhr das Spiel hier, Suffer the Night. Und um 20 Uhr wechseln wir dann das Game zum Horror Dead Island. Ja, ich glaube, das hört sich eigentlich ganz gut an. Das wäre der Plan. Morgen Stream, ja, ja. Dafür, dass ich nächste Woche wahrscheinlich ausfalle. Also nicht, wahrscheinlich nicht die ganze Woche, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich im Krankenhaus bleiben muss. Oh, shit, hier ist noch was versteckt. Die gucken wir noch an. Lilith Blackwell Teil 2. The Hive. I bought a machine that took the form of someone very personal to me. I was unable to harm it until I hit its eyes. Its eyes are its weak point. The problem is that it goes to great lengths to protect them. I had to devise a method of stunning them long enough for me to inflict harm. Try using its own traps to stun whatever creature you face. Warte, es klingt so, als ob ein Boss auf uns wartet. Irgendein Mini-Boss. Ein Monster, das die Gestalt von jemandem annimmt, der uns sehr am Herzen liegt? Hä? Wir kennen die Hintergrundstory dieser jungen Dame nicht. Mir liegt niemand am Herzen. Ich werde volle Kanne draufballern. Und die Augen sind die Schwachstelle. Und das Monster hat Fallen. Wir sollen die Fallen gegen das Monster verwenden, damit es lang genug gestunt ist, um dann seine Schwachstelle, also seine Augen, zu verwunden. Da wartet dann ja morgen ein geiler Bosskampf direkt auf uns. Klingt gut. Ich bin gespannt. Nochmal speichern. Ich glaube, morgen nur Regional- und S-Bahn. Was? S-Bahn-Streik? Ja, ich fahre mit Auto. Ich fahre mit Auto morgen. Ja, aber danke, dass ihr mich vorwarnt. Scotty, vielen Dank. Dankeschön fürs Reinschauen hier, war sehr lustig. Und danke für die Keys, die wir verschenken durften, dank dir. Bin gespannt, wie es weitergeht. Morgen machen wir weiter. Ja, und für jetzt bedanke ich mich. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön auch für jeden Follow und Dankeschön für die Subs. Danke für die Raids, ihr Lieben. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen wieder. Mit mehr Horror und Zombies Geschlachte, Kille. Platt machen. Wir treten Zombies in den Arsch.